So, hallo, ich möchte euch erstmal recht herzlich begrüßen im Namen des Vereins Kulturprojekt 21 hier in der Brotfabrik. Die Nummer 1 vor 13 Jahren haben wir vorhin gehört und für mich auch eine lange Zeit. Interessant fand ich das Motto damals, unter dem es stand, weil der sehr viel mit uns zu tun hat. Es ging um den Austausch neuer Ideen, Brainstorming und Networking. Was hat das mit uns zu tun? Unser Verein Kulturprojekt 21 wurde 2003 gegründet. Ich bin seit damals im Vorstand und möchte jetzt kurz darauf eingehen, wie die 21 zu uns in den Namen kam. 2002 wurde von der UNO die Agenda 21 in lokale Agenda umbenannt, weil die Kommunen stärker eingebunden werden sollten und die ganze Sache doch zu abgehoben war. Deshalb global denken, lokal handeln. Das war unser Ansporn. Späterhin wurde dann die Agenda 2030 beschlossen, und zwar im Jahr 2015. Nach breiten Beratungen mit NGOs und Wissenschaftlern wurden 17 Ziele definiert für die gesamte Welt, für Regierungen und die Zivilgesellschaft. Wir haben eine AG Nachhaltigkeit und Gemeinwohlökonomie. Die Social Development Goals, die ihr hier seht, sind für uns Maßstab und Orientierung, um unser eigenes Handeln zu überprüfen. Speziell die Bereiche 12 Nachhaltigkeit und 13 Klimaschutz. 2019 haben wir dann uns an einem Projekt beteiligt, zusammen mit dem Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur und 6 anderen bundesweiten soziokulturellen Zentren. Wir wollten im Selbstversuch erkunden, was es in der Praxis bedeutet, dass man Kulturveranstaltungen und Veranstaltungen wie diese hier klimaneutral durchführen kann. Dazu gab es eine Tagung in Weimar, wo sich die Beteiligten getroffen haben mit anderen von der Uni Heidelberg. Und bei dieser Veranstaltung sind 90% der Teilnehmer mit der Bahn angereist. Trotzdem waren 50% der CO2-Ausstoßes durch die Anreise verursacht. Wir wollten dann ausprobieren, wie sieht es hier bei uns aus, anhand von der Salsa-Disco, die bei uns regelmäßig stattfindet. Wir haben einen Fragebogen entworfen und haben eine Software installiert und haben dann Interviews mit unwilligen Gästen geführt, die diese Fragen nicht beantworten wollten. Das war ein völliger Fehlschlag. Die Software sah gut aus, das hat alles technisch sehr gut funktioniert, aber menschlich überhaupt nicht. Wir haben dann uns entschieden, nur eine Frage zu stellen, die habt ihr unten hoffentlich auch beantwortet heute: woher und mit welchen Verkehrsmitteln? Das war relativ einfach auszuwerten dann und wenig überraschend hat sich gezeigt, je weiter weg, desto mehr CO2 wird ausgestoßen, nicht nur durch die Entfernung, sondern auch durch das Verkehrsmittel, weil das Auto halt für größere Entfernungen das einzig Akzeptable im Moment ist. Der öffentliche Nahverkehr fährt zu unregelmäßig, ist zu unsicher oder die Infrastruktur ist überhaupt mangelhaft. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo wir unsere CO2-Bilanzen erfassen wollen, die Ergebnisse diskutieren und veröffentlichen hier auf unserer Webseite. Für die Zivilgesellschaft ist es wichtig, dass Druck auf die Politik ausgeübt wird. Deshalb wollen wir den Klimanotstand ausrufen, um zu prüfen, ob eine Maßnahme Teil der Lösung oder Teil des Problems ist. Die Wissenschaftlerin Kate Marvel sagt dazu: wir brauchen den Mut, uns zu entscheiden, das Richtige zu tun, ohne zu wissen, ob die Geschichte gut ausgeht. Wir wollen aktiv werden in eigenem Bereich, um gemeinsam die Welt zu ändern. Deshalb sollen wir jetzt aussteigen und neue Lösungen entwickeln. Und ab dem 20.09. beginnt dann die Klimastreikwoche. Dazu hören wir in dem folgenden Vortrag noch mehr. Und ich freue mich dazu, wenn wir dazu beitragen, durch Austausch, Brainstorming und Networking wie seit 2006 Lösungen zu finden und darüber nachzudenken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und im Anschluss würde ich euch gerne
mit einem Sekt anstoßen im Foyer dann. Dazu laden wir euch ein.